Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ihr habt es tatsächlich auch schon auf dem Titelbild gesehen, denn unser Kreis hat sich vergrößert. Die liebe Mello Flori ist jetzt auch dazu gestoßen und zwar ist das hier unser Werde dein Trash los, Trashy. Und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was sich aktuell hier drin befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei diesem Trashy ist es halt genauso wie auch bei den anderen Trashys, wo ich ja mit dabei bin, dass wir einfach ein Paket haben, wo wir Beauty-Produkte drin haben und man nimmt sich das raus, was man rausnehmen möchte und packt das rein, was man einfach nicht mehr mag und was einfach weiter wandern darf und so wandert alles weiter, bis es dann gegebenenfalls einen neuen glücklichen Besitzer findet und wir haben eine wundervolle Runde. Also ich mag die Mädels richtig gerne und schaue auch super gerne bei ihnen die Videos und halt auch die Unboxings zu den Trashy-Videos und ich habe so getrödelt. Das Video, das Trashy ist jetzt schon eine ganze Weile bei mir. Ich Asche auf mein Haupt. Nun, okay, also, ich habe jetzt zuallererst hier mein Glätteisen, was zurückgekommen ist leider. Das bleibt dann natürlich auch bei mir. Dann habe ich hier so ein süßes Häschen. Das wird aber auch drin bleiben. Ich bin ja jetzt nicht so, ne, muss nach Junge aussehen, muss nach Mädchen aussehen, aber wenn da jetzt irgendwie so, wenn das blau wäre und das dann halt wirklich so, ne, für Julius, dann hätte ich das behalten, aber so ist es jetzt leider nicht ganz so passend. Dann habe ich hier noch von Taft das Wellenwunder, das wird hier auch drin bleiben, weil ich keine Wellen habe. Was ich aber rausnehmen werde, ist hier von Ghoul einmal die Tiefenaufbaugeschichte mit Shampoo und Spülung. Da werden Freunde von mir auf jeden Fall glücklich. Ich persönlich vertrage Ghoul leider nicht mehr ganz so gut, wie es mal der Fall war. Also es war mal richtig gut, ne? Das ging richtig, richtig vernünftig bei mir mit Haare waschen und so, aber leider nicht mehr. Balea Beauty Expert Peeling Body Lotion. Das ist mit AHA eigentlich richtig geil. Da muss ich mal drüber nachdenken. Anwendung. Gleichmäßig auftragen, leicht einmassieren und aber das ist eine Body Lotion. Okay, wenn das jetzt nochmal zum Abwaschen gewesen wäre, dann hätte ich das genommen. Wenn das halt einfach ein Peeling für unter der Dusche wäre. Das wäre natürlich von Balea auch ziemlich sinnvoll, das zu machen. Weil als reine Body Lotion ist mir das, glaube ich, zu heftig. Da muss man natürlich, wie bei Peelings generell, immer ein bisschen schauen, ob man das verträgt. Dann habe ich hier diesen Batiste Leave-In Conditioner Blush. Hatte ich auch in der Box, finde ich jetzt nicht so gut. Da bin ich eher so für andere Sachen, ne, zu haben. Nivea Repair and Care mit Glycerin und Panthenol, die hatte ich auch. Die ist sehr, sehr gut. Also, ich weiß nicht. Die ist wirklich gut. Ich glaube, die nehme ich raus. Weil die halt sehr, sehr pflegend ist. Ist auch ein recht neues Produkt von Nivea, ne? Und die haben da halt richtig schöne Inhaltsstoffe drin, was für sehr empfindliche Haut gut funktioniert. Dann habe ich hier von Ela noch was drin und die hat hier Naschis beigepackt. Ach, das ist ja cool. Für jeden was zum Naschen. Liebe Grüße, Ela. Oh, und die war ja vor mir dran. Da muss ich mal gucken, dass ich mir einen rausnehme. Ich glaube, einen darf ich. Oder zwei? Nein, ich nehme einen. Frit, natürlich nehme ich Frit. Ich liebe Frit. Hier sind auch Hanutas drin und Chupa Chups und so. Also da wird auf jeden Fall jeder was finden, glaube ich mal. Dann habe ich hier von, keine Ahnung, irgendwas etwas drin. Oh, das ist eine Schneekugel von San Marino. Ach, guck mal. Diese Schneekugel habe ich von Hamburg tatsächlich. Die hatte ich damals mal irgendwann meinem Freund mitgebracht. Aber mit San Marino verbinde ich jetzt leider nicht so viel. Dann habe ich hier noch lose drin liegen. Lose, ne? In einem Karton von Elle. Triple Wave Curler. Soft Touch Matt Finish. Also bei mir halten Locken sowieso nicht, weil meine Haare dafür einfach zu lang sind. Dann habe ich hier noch von Tupper so eine Dose. Ist eigentlich ganz praktisch. Ich weiß gar nicht, was man da reinpackt. Eier? Nee, für Eier ist die zu groß. Für Äpfel ist die zu klein. Keine Ahnung. So zwei Viecher auf jeden Fall. Dann von Christian Kerger Scharfschütze. Das ist ein Thriller. Bin jetzt tatsächlich bei meinem dritten Buch dabei, aber selber zum Lesen komme ich so selten und ich habe so viele Bücher noch, die ich lesen möchte. Das würde dann sehr lange bei mir im Schrank liegen, leider. Tropical Temptation, ein Eau de Parfum von Yves Rocher. Mir persönlich halten die Yves Rocher Düfte leider nicht lang genug. Das ist immer so ein Ding, weswegen das dann wahrscheinlich auch nicht bei mir bleiben wird. Schaut so aus, ne? Ist dann wahrscheinlich auch ein wirklich toller Duft, aber weil dieses tropische, denke ich an Ananas, ich denke an Papaya, ich denke halt wirklich an sowas
Fruchtiges, ne? Das wird es dann wahrscheinlich auch sein, aber das bleibt nicht bei mir. Ja, Servietten sind hier auch drin, die kann man sicherlich immer ganz gut gebrauchen, aber wir haben noch genug da und den werde ich mir rausnehmen. Mir doch egal, wie alt ich bin, ich will einen Adventskalender, feiere ich total. Also das ist so ein ganz klassischer Schoko-Adventskalender und ich glaube, den gönne ich mir oder meinem Freund. Mal gucken. Ich fand es auf jeden Fall sehr witzig. So, was ich jetzt hier habe, sind Boxen. Da starte ich doch einfach mal mit dieser Box hier. Und die sind dann immer ganz gut gefüllt mit verschiedenen Produkten. Und natürlich auch mit Sachen, die zu mir zurückgekommen sind, die ich dann natürlich auch ersetzen werde. Ja, Denisa Myricks Yummy Skin Foundation. Muss ich nochmal gucken. Also das ist meine, ne? Genauso wie auch hier von Yax Beauty Line die Pinselseife. Schade, ich hätte gedacht, dass die auf jeden Fall irgendwie Anklang finden könnte. Dann von Body Blur, Vita Liberata, die ist hier drin. Von Kiehl's Creamy Eye Treatment, liebe ich, ist aber letztens erst tatsächlich schon wieder bei mir eingezogen. Also da habe ich noch allerhand Backups. So, dann rufe ich mir mein Bild nochmal auf, dass ich dann auch sehe, was ich hier alles noch drin habe. So, All Tigers, Natural and Vegan Liquid Lipstick. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, genug Liquid Lipsticks da. Dann habe ich hier eine Probe, Youology von Unique, das ist eine Maske, auch interessant. Dann von Laneige, Essential Power Emulsion, also Feuchtigkeitspflege fürs Gesicht, habe ich jetzt aktuell auch noch genug da. Von Revolution, also da habe ich tatsächlich jetzt sehr viel Nachschub in letzter Zeit bekommen. Auch von einem ganz neuen Kooperationspartner. Da werdet ihr demnächst mal was sehen. Auf jeden Fall hier ist von Revolution ein Liquid Eyeshadow in Silber. Der ist wirklich hübsch, aber bei mir halten die von Revolution leider nicht so gut. Clean ID von Catrice. Das ist ein Brow Filling Gel. Ja, ist in der Farbe 020 Medium, was nicht so ganz meine Farbe ist. Hier habe ich von Balea das Beautiful Long Haaröl. Eigentlich cool. Eigentlich cool, aber ich habe noch recht viele Haaröle da. Das wird, glaube ich, auch nicht unbedingt bei mir bleiben. La Canopée, das habe ich auch noch selber da. Das ist so ein Reinigungsprodukt. Genau, einfach ein Reinigungsprodukt. Dann ist hier etwas von Yipo da drin, The Midnight Magic Cedar Lavender Sleeping Mask. Das ist eine ganz, ganz tolle Nachtcreme. Also Mädels, gönnt euch die definitiv. Kann ich sehr empfehlen. Genau, sie ist halt manchmal mit dem Pumper etwas schwierig, aber es ist eben durch diese Ziza-Geschichte sehr schön hautberuhigend. Dann habe ich von Embryolist die Mask Hydration Intense. Die habe ich letztens schon mal aufgebraucht, mochte ich sehr gerne, aber da habe ich auch noch ein Backup von letztens irgendwo in einem Adventskalender oder so drin gehabt. Elemis Superfood Facial Wash, das ist interessant, 30 Milliliter. Auf jeden Fall ein schönes Gesichtsreinigungsprodukt von einer hochwertigen Marke. Und eine Herbal Lavender Repair Mask, Soothing Face Mask. Das finde ich interessant. 15 Milliliter sind hier drin und die nehme ich mir mal raus. Also Gesichtsmasken liebe ich, verwende ich jeden Morgen. Dann Find the Eye Pencil. Okay, das ist von der Amazon Eigenmarke in so einem schönen braunen Ton. Eigentlich eher so ein Kajal. Der ist jetzt hier hochgekommen. Muss das? Ja, der ist, glaube ich, gebrochen und hochgekommen. dann habe ich hier noch von Catrice Ultimate Stay einen Lip Liner. Entweder habe ich den schon oder in einer etwas anderen Farbe. Richtig dunkel, also richtig dunkel. Dangerous Love von Revolution habe ich hier auch noch. Das ist aus der Limited Edition mit Harley Quinn und dem Joker. Dürfte ein Liquid Lipstick sein, nee, ein Lipgloss, genau. Ja, nö. Und zwei Masken von Shams sind hier mit drin, die habe ich jetzt aktuell selber tatsächlich, aber auch in Anwendung von, ja, die Aloe Vera Maske. Ja, da habe ich von der Zuschauerin ein wunderschönes Paket bekommen, wo die auch mit drin enthalten war. Achso, und dann ist hier noch von Altera ein Lippenpflegestift drin, ein Lippenbalm mit Hyaluron. Machen wir weiter mit der nächsten Box und jede Box für sich ist super, super schwer. Da habe ich eine Mascara drin, die habe ich auch selber da von Catrice, die Pure Volume Mascara in Waterproof. Hier ist von Janssen Cosmetics Trend Edition Probiotics Anti-Pollution Cream. Ja, ich brauche eigentlich eher so eine, die wirklich Feuchtigkeit spendet. Das ist mehr meins. Gatineau Radiance Enhancing Enzymatic Gommage. Das ist ein Peeling mit 15 Millilitern. Und das kommt auf das Gesicht. 1 bis 2 Minuten lässt du es drauf. Ist eigentlich ganz cool, wenn du das so im Sommer anwendest, weil da sollte man ja nicht so unbedingt Säurepeelings anwenden. Von Benten habe ich ein Deep Green Tea Toner.
ist auch interessant. Ja, Benten ist, glaube ich, auch eine koreanische Marke, oder ist es eine? Doch, Made in Korea, genau. Sehr, sehr spannend, aber ich bin da auch aktuell echt gut versorgt. Von Laneige ist hier noch die Time Free Sleeping Mask am Start. Kann man sicherlich auch super als Nachtcreme verwenden. Dann von, was habe ich hier? Hyaluronsäurecreme von St. Bernhard. Sagt mir gar nichts. Für ein gepflegtes, sichtbar jüngeres Aussehen. Wie gesagt, da bin ich ganz gut versorgt. Dann ein Lippenprodukt bei Vanilla. Auch K-Beauty Dear Red. Also ich habe sehr viele wunderschöne rote Liquid Lipsticks. Deswegen ist das jetzt nicht dabei. Ja, das hatten wir ja auch in der Goodie Box drin. Eigentlich ganz fancy, ne? Von Kevin Mercy, dieses Shimmer Shine Spray. Wenn man sich das wirklich in die Haare aufgibt, ja, meine Stimme möchte gerade nicht mehr, dann glänzen die halt sehr schön. Aber alles, was damit in Berührung kommt, halt auch. Oh, der ist sehr, sehr schön und der ist neu. Ich glaube, den nehme ich für meinen Monolidschatten-Adventskalender raus. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ne? Ist von L'Oreal nämlich hier so ein Monolidschatten. Ich glaube, das kommt ganz gut. Charmer Foil, ja, nehme ich raus. Nehme ich raus. Das nehme ich definitiv nicht raus. Das ist so ein für Zähneputzen. Ein Pulver ist das, glaube ich, sogar. Hier haben wir ein Charm von Pandora mit Herzchen. Ja, habe kein Pandora-Armband. Das ist natürlich richtig cool. Die hatte ich auch schon mal. Glow Recipe Watermelon Glow Sleeping Mask. Ja, die ist schon geil, ne? Die nimmst du halt auch wirklich als Gesichtspflege, als Nachtcreme. Die ist richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Aber ich bleibe mir treu. Ich habe eigentlich genug Pflege. Auch wenn sich das wunderschön anfühlt. Das ist sehr schwer, sehr hochwertig. Aber ich brauche, also ich finde die sehr schön, aber ich brauche noch mehr Pflege als das, was die mir quasi gibt. Noch was von Vanilla habe ich hier. Rose Silhouette. Das ist auch ein Lippy. Velvet Blurred Veil Liquid Lipstick. Genau, auch sehr, sehr hübsch. Dann, das ist auch süß. Kannst du so zur Massage oder zur Kopfhautmassage nehmen. Von Green Barbet. Ne, da habe ich noch was anderes da. Das macht keinen Sinn. Dann nehme ich hier, habe ich hier die Luxusmaske mit Gold von Schäbens. Also noch eine Schäbensmaske. Wie gesagt, da bin ich ganz gut ausgestattet. Hier haben wir eine Handyhülle. Wäre jetzt ganz cool, wenn man wüsste, für welches Handy. Aber für meins definitiv nicht. Von Labby. So magnetisch. Schaut so aus. Nagellack habe ich hier drin. Den habe ich, glaube ich, selber reingetan. Ist der von mir? Nee, der ist nicht von mir. Aber ich hatte diese Farbe auch schon mal. Oder habe sie noch. Farbe 220. Genau, auch ein wunderschönes Tönchen. Und von Sunsu habe ich hier noch eine Maske drin, die ich jetzt aber entsorgen werde. Die ist von 02722. Beziehungsweise da ist die abgelaufen, steht hier drauf. Ne? Ja, das ist eine Tuchmaske, die ich damals total toll fand. Aber abgelaufene Produkte möchte ich jetzt nicht so unbedingt hier in der Box sehen. Also weitergeben. Ne? So, hier habe ich die Blackbox Men. Das ist meine Box, die ich auch immer wieder befülle mit neuen Proben. Und da sind auch meine beiden Bücher drin. Genau, das ist einmal mein Schwangerschaftstagebuch. Hallo Mr. Bauchi. Und das ist Sammy endlich ankommen. Die fiktive Vorgeschichte von unserem Hund. Der war nämlich 2 Jahre auf der Straße, bevor der zu uns gekommen ist. Und ich hoffe, ihr hattet alle Freude beim Lesen. Und hier ist auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob das von mir ist, aber hier sind noch einige Proben drin und ein Parfum. Das ist aber nicht von mir. Das packe ich dann woanders hin. Aber also hier sind ein paar Sachen von mir, ein paar Sachen nicht. Ich werde die Box jetzt einfach erneuern, ne, dass ich da einen neuen Inhalt reinpacke und dann geht die wieder weiter. Die nächste Box ist sehr schwer. Die sind alle schwer. So, ein Scrunchie ist hier von Evelyn mit drin, was ganz hübsches, so ein Petroltönchen. Von Blistex habe ich hier Med Plus, das ist ein Lippenpflegestift. Ein Nagellack habe ich hier, Be Your Incredible Self with Nails Inc. London in Royal Crescent Gardens. Wunderschöner Mintton, sowas habe ich aber auch schon da. Happy Gingerbread Man. Orange, Zimt und Kardamom. Das sind jetzt hier so geile Badezusätze. Ha, ich glaube, ich werde mich hier dran bedienen. Dann auch noch was von Triacle Moon. TT-Sept, eine Handvoll Vielfalt. Weil hier steht jetzt nicht, jeder darf sich nur dies, das Ananas rausnehmen. Und wir kriegen jetzt bald auch endlich eine Tür bei uns im Badezimmer.
hier oben, wo eine Badewanne drin ist. Und dann kann ich halt auch baden, ne? Und ich glaube, das kommt ganz gut. Freiheit, Liebe und Toleranz, das werde ich mir auf jeden Fall rausnehmen. Triacle Moonlight, Milch und Honigduft habe ich entweder noch selber, bin mir nicht sicher, aber ich nehme es mir auf jeden Fall raus. Orange, Zimt und Kardamom probiere ich mal aus von Tee bei Titi Sift. Nicht, dass ich jetzt irgendwem hier seine ganzen Schaumbäder wegnehme und die Person denkt sich, oh nein, warum macht sie das? Naja, ich packe ja auch andere Sachen wieder mit rein. Dann habe ich hier noch deine Kuscheleinheit von Isana, das hört sich auch ganz schön an. Eine Handvoll Magie ist auch toll. Ach, hier sind schöne Sachen drin. Das ist jetzt so meine Box, glaube ich, gerade. Dann haben wir hier von Pixi Vitamin C Toner, den lasse ich aber drin. Genauso wie von Invisibobble Rapstar, das ist so ein Haargummi, wo du auch noch so eine Schleife dir mitbinden kannst. So, das hier war auf jeden Fall von mir. Das nehme ich mir wieder raus. Dann habe ich hier von Feel Free eine Augencreme. Ne, die bleibt hier auch drin. Good Molecules Ultra Hydrating Facial Oil. Das ist auch schön. Ich überlege, ob ich mir das rausnehme für meine Oberschenkel. Denn dafür hatte ich das auch tatsächlich mal verwendet. Ja, mache ich wohl. Das funktioniert ganz gut. Dann haben wir hier alle Handtuchmasken. Eine ganze Maskenwoche ist hier mit drin. Das ist ja Wahnsinn. Ach, und hier ist auch noch ein Badezusatz mit drin. Landurlaub. Ich wohne auf dem Land, aber ich nehme sie mir trotzdem raus. Eine Hyaluronmaske von Schäbens. Ganz viele Sheetmasken. Und die Sheetmasken nehme ich mir, glaube ich, wirklich alle raus. Weil hier ist kein Zettel mit dabei. Du darfst dir nur eine nehmen. Deswegen, die nehme ich alle. Ich sage schon mal Danke an diejenige, die es reingepackt hat. Dann habe ich von Hello Body hier eine Tagescreme drin mit Kokos. Von Numbusen. Was? Eine Deep Sleep Mask Serum. Hä? Okay, keine Ahnung. Ist K-Beauty, bleibt aber im Paket. Selbstbräuner Booster von Beauty Mates bleibt auch im Paket. Ein Pigment von NYX bleibt auch im Paket. Honest Beauty Bright Eyes Tinted Eye Cream. Ach, du ahnst es nicht. Guckt euch mal die Farbe an. Terracotta. Nee. Mein Freund hat echt genug. Nein, aber das ist Aftershave. Hydra Energy Aftershave Ultra Cooling Fluid Eyes Effect. Bekämpft Rötungen und Hautirritationen. Ich glaube, das nehme ich auch raus von L'Oreal Men Expert. Ui, ich nehme gar nicht so wenig Upsala raus. Overnight Mask mit 2% BHA von bei Beauty Bay. Das wird auch hier drin verbleiben. La Rosé, da habe ich hier ein Peeling. Das dürfte ein Gesichtspeeling sein, genau. Aber das ist halt ein mechanisches. Das mag ich nicht so gerne. Von Love habe ich hier den Aura Glow Hydra Grip Primer. Wie geil eigentlich. Eigentlich echt wie geil, ne? Aber halt für mich schwierig, weil ich kann es halt schwer dann so zeigen. Nee. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee, der bleibt drin. Weil wenn ich das so zeige, dann wird immer gefragt, oh mein Gott, wo kommt der her? Und dann muss ich sagen, ja, die Marke, die gibt es gar nicht mehr. Dann habe ich hier von Love Volume On den Plumping Lip Gloss drin. Von Love, nein, von Essence und von Fenty Beauty ein Matt Moiselle Plush Matt Lipstick. Oh, welche Farbe bist du? Oh, Griselda habe ich hier selber. Ich glaube, Griselda war mal auch in irgendeinem Adventskalender, ich glaube von Glossybox drin. Der ist gar nicht so dunkel, wie er hier aussieht. Also wenn man den auf die Lippen macht, ist es ein bisschen, als hätte man halt einfach ein paar Kirschen gegessen. Den habe ich aber selber noch da. Ja, das war dann auch schon diese Box. Jetzt muss ich nur noch Zeit zum Baden finden, aber ich möchte unbedingt, ich habe zum Beispiel jetzt auch mega steifen Nacken, richtig Rückenschmerzen und da wird sich das halt einfach anbieten, dass ich mich mal einfach einen Abend in eine Wanne, also nicht einen ganzen Abend, sondern einmal am Abend mal so in eine Wanne packe, ne? Ich finde nur halt nicht die Zeit dafür, aber vielleicht kommt die Zeit ja bald wieder, ne? Das denke ich doch mal ganz intensiv. So, weiter geht die wilde Reise mit dieser Glossybox. Wir haben echt viel Pflege. Das hatte ich damals auch mal, Stop the Break von Aussie, ein Haarpflegespray. Beziehungsweise ich hatte das nicht als Leave-In, sondern ich hatte das als Shampoo und Spülung. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Der Durchbruch bei Haarbruch steht hier drauf. Mit Jojoba-Samenöl, eigentlich ganz geil. Eigentlich ganz geil. Pflegendes Haarspray. Das sieht auch noch komplett neu aus, also das hat man auch noch nicht ausprobiert.
ich glaube, dass eine Freundin von mir da sicherlich sonst glücklich mit werden würde, wenn es ne, bei mir nicht in Einsatz kommt. Also nehme ich mal mit raus. Dann habe ich hier ein Deo, oder? Nee, ein Liquid Peeling mit 2% BHA. Das lasse ich hier auch mal in seiner Tüte drin. Das ist hier extra reingepackt, damit es nicht ausläuft. Habe ich von Dalton, finde ich großartig. Da bin ich bei anderen Firmen manchmal halt einfach ein bisschen skeptisch, bin ich ehrlich. Dann habe ich hier von Yepoda The Calm Balm. Den nehme ich raus. Sonst wird mich eine Freundin hauen, wenn ich es nicht getan hätte. Auch wenn ich kooperationsbedingt ja auch einiges noch da habe. Aber den nehme ich definitiv raus. Der ist so gut. Sehr geiler Abschminkbalsam. Für jeden eins. Ach, guck mal, da hat die Steffi was reingepackt. Mit ihrem Bofrost-Clip. Kennen wir, lieben wir. Ich nehme mir von Kopf bis Fuß Waschgel Sensitive mit Kamille und Panthenol raus von Baby Love. Ich glaube, das ist definitiv was für Julius und für mich sonst auch. Und schon sind wir bei der letzten Box angelangt, die sich hier befindet. Ich würde mich ja freuen, wenn ich vielleicht auch ein bisschen hier dekorative Kosmetik finde. Aber ich glaube, in diesem Paket gibt es da gar nicht so viel von. Die Schönheit des Selbst haben wir hier zuallererst als ganz neues Buch. Wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Nee, nicht ganz so meins. PS, ich liebe dich, das habe ich selber auch noch da. Von Cecilia Ayern und das war so ein richtiges Schnulzi-Buch. Ne? Lieben wir. Das ist von mir zurückgekommen, von Malu Wills habe ich hier nämlich meinen Bronzer mal reingepackt. Oh, das ist dieser hier, Schade Schokolade. Hat keinem gefallen. Der hat nämlich auch ein bisschen Schimmer drin. Ne? Das gefällt natürlich nicht jedem. Das ist natürlich auch super hübsch. Coronation, das ist ein Pressed Powder Highlighter von Colourpop. Den lasse ich auch mal drin. Ich hatte den selber auch mal und habe den auch in den Trashy gegeben, aber das ist nicht meiner. Das ist witzig. Der ist auch von mir zurückgekommen. Der Love Blush mit Blurring Blush, ja. Das ist halt echt auch genau so eine Sache. Ne? Der ist wunderschön, aber es ist halt Love und man kriegt es halt so nicht mehr und dann ist es immer ein bisschen schwierig. Schade. Von CAT London ist hier eine Palette drin. Das ist ja interessant. The Editor Palette. Oh, auch sehr schön, ne? Aber ich habe ja auch eine CAT London Palette, die mir auch gut gefällt, die ich auch da habe und gerne verwende. Also so eine sehr zurückhaltende Palette, mit der kann ich auch sowas machen tatsächlich. The Golden Age Nine Color Palette von Beauty Bay. Oh, das ist so eine richtige Goldpalette. Oh, ach so. Ja gut, was habe ich mir vorgestellt, ne? Eigentlich sieht die ganz toll aus. Und bei Beauty Bay hat so eine gute Qualität. Kann ich Millionär als Innercore... Ja, die sind so geil, die... Oi, 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 oi. Also hier ist nicht unbedingt was für mein Inner Corner drin, ne? Das sind halt alles so... Auch womit ich das hier machen kann, die nehme ich mir raus. Die ist wunderschön. Habe ich mehrfach in anderen Sachen sicherlich drin, aber die finde ich extrem schön. So, dann habe ich noch zwei Schätze, die von mir zu mir zurückgekommen sind. Das sind diese beiden hier, einmal von Essence Glowing Golds und von bei Beauty Bay dieser, ja, leider viel zu dunkle Highlighter. Hat dann wahrscheinlich auch niemandem sonst so gepasst. Der ist schon intensiv, ne? Also damit kannst du echt dein ganzes Leben highlighten. Did Somebody Say Party? Das ist von Revolution aus der Friends Edition. Eine ganz neue Lidschattenpalette. Sehr zurückhaltend, sehr süß, sehr alltagstauglich, würde ich mal so sagen. Dann habe ich von Ace Beauté Grandiose Palette. Also eine grandiose Palette ist hier drin. Hat schöne Töne, definitiv. So eine schöne Warm-Toned Palette. Ich habe mir jetzt ja schon die von bei Beauty Bay rausgenommen. Hier habe ich noch einen Mono drin von L'Oreal. Ich glaube, den nehme ich mir auch raus. Commander Satin. Wie gesagt, also für den Mono-Lidschatten Adventskalender, vielleicht mache ich da noch einen zweiten, dritten, vierten. Wird sich sicherlich jemand drüber freuen. Von Avon habe ich hier eine Palette drin. Und zwar, die ist auch sehr hübsch, aber auch sehr zurückhaltend. Ist nicht ganz so mein Vibe. Oh mein Gott, hier ist was von Too Faced drin. Oh, wie süß. Oh, ein Häuschen. Oh. Was macht man mit so einer Palette? Also, das ist halt so eine ganz schlichte Lidschattenpalette und ein Ton, den man als sehr, sehr warmen Bronzer verwenden könnte.
aber für mich halt viel zu dunkel und viel zu warm wäre. Oder vielleicht ein Splash? Nee, die bleibt hier aber leider drin. Und dann habe ich von Handayan. Uiuiuiuiuiui. Da wird Sarah, Isabel, Like a Daisy und Spring aber sowas von steil drauf gehen. Das sind ausschließlich Pressed Glitters. Oh mein Gott. Die ist krass, ne? Die ist richtig krass. Nicht ganz so mein. Von den Disney Villains von Colourpop habe ich hier Hades am Start. Everybody's got a weakness. Jeder hat eine Schwäche. Ja, und dieser Highlighter hat die Schwäche, dass er sehr, sehr viel groben Glitzer enthält, wie ich jetzt schon so sehen kann. Noch was von Avon ist hier drin, eine Eyeshadow-Palette, die so aussieht. Die würde ich jetzt eher so im Bereich kühl einordnen von der Verpackung her. Jo, und die ist auch noch komplett neu. Wahnsinn. Oh, wunderschön. Ne? Also sowas mag ich persönlich richtig gerne. Aber ich habe gehört, dass Avon jetzt nicht so die krasseste Qualität hat. Und hier würden mir auch so ein paar Töne fehlen, um da halt mir so einen richtigen Look von zu machen. Also so ein bisschen was Dunkleres wird mir da auch fehlen. Nee, die wird auch hier drin bleiben. Auch wenn die hübsch ist. Mint Party steht hier auch vorne drauf, Claudia. Also das hättest du denken können, dass hier Mint-Töne drin sind. Ah, geil. Okay, und dann habe ich hier noch zwei von Zoeva drin. Einmal die Cocoa Blend und die Caramel Melange. Aber beim letzten Mal habe ich keine der beiden hier reingepackt. Hier haben wir einmal eine Highlighter-Palette, das ist diese hier, und noch eine Highlighter-Palette, okay, weil ich hatte, glaube ich, eine Lidschatten-Palette mal mit reingepackt, wenn ich mich nicht irre. Ja, beide bleiben in diesem Trashy. Und somit habe ich auch dieses Trashy mal wieder auf links gedreht. Ich kann euch mal zeigen, welche Produkte ich jetzt rausgenommen habe. Und zwar es ist einmal dieses Leave-In, dann als Goodie habe ich hier das Baby-Love-Produkt. Dann von Elemis habe ich die Gesichtsmaske. Das ist zu mir zurückgekommen, das zählt dann anders. Ein Monolidschatten von L'Oreal, dann Tiefenaufbau, Shampoo und Spülung von Ghoul. Als nächstes habe ich diese wunderschöne bei Beauty Bay Palette mir rausgenommen. Darauf freue ich mich tatsächlich schon. Von Malu Wills ist das zurückgekommen, okay. The Calm Balm habe ich mir rausgenommen von Yepoda. Das ist zurückgekommen. Ein Frit habe ich mir rausgenommen. L'Oreal Man Expert habe ich hier behalten. Dann auch von Good Molecules ein Gesichtsöl, was ich zweckentfremden werde. Das sind zurückgekommene Sachen. Dann ein L'Oreal Monolidschatten noch. Also noch ein weiterer. Von Nivea die Repair and Care Body Cream. Den Adventskalender. Wer hätte es anders erwartet? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Allerhand Badezusätze, also wirklich, wirklich allerhand. Sorry an alle, die nach mir gekommen sind, und es lag kein Zettel dabei, dass man sich nur einen hätte rausnehmen dürfen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, komm, ne, das ist wahrscheinlich für jeden eins, aber da lag nichts dabei. Genauso auch bei den Tuchmasken. Ja, und dann ist noch ein bisschen was anderes zurückgekommen, aber das wird dann alles ersetzt. Und mein Paket wird jetzt, oder dieses Paket wird jetzt als nächstes zu der lieben Melli geschickt, zu Mello Flori. Schaut gerne schon mal bei ihr vorbei und dann wird sie sehr bald auch ihr Video hochladen. Ja, ja, vielen Dank, dass ich bei diesem Paket dabei sein darf. Es macht mir wirklich, wirklich Spaß, auch wenn ich tatsächlich dieses Mal echt eine Trödeltante war. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Alle Kanäle sind natürlich in der Infobox verlinkt. Schaut da einfach gerne mal rein und lasst euch inspirieren von den ganzen Ladies. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.